Jo Leute, herzlich willkommen zum zweiten Part Anna Extended Edition. Und ich bin echt gespannt, was uns in diesem Part erwarten wird, weil ich musste echt nachgucken im Internet, wie es weitergeht. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe eben noch weitergesucht und ich habe echt keinen Plan, wie es sonst hätte weitergehen sollen. Und ich weiß, was ich jetzt machen muss. Alter, das ist so krass. Ich muss im zweiten Part schon nachgucken, was ich überhaupt machen muss. Ich hoffe, dass dieses Vieh vom letzten Mal nicht wiederkommt. Ich glaube, ich mache den Sound mal ein bisschen lauter. Ihr seht ja jetzt gerade da unten die Einstellung, aber es juckt mich gerade nicht. So, das habt ihr jetzt wahrscheinlich kurz gehört, aber ich will den Sound ein bisschen lauter haben, weil sonst sind Horrorspiele ja nicht so geil. Und zwar muss ich zum brennenden Ofen gehen. Ich wusste nicht, dass man die Tür aufmachen kann. Und ich weiß auch nicht, wie man darauf kommen soll. Und wir haben ja von draußen das Wasser geholt letztes Mal. Und deshalb würde ich sagen, what the fuck? Alter. Holy shit. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ja, der Ofen ist kaputt gegangen. Das hab ich auch gesehen. Ich will auf jeden Fall da einen Schlüssel nehmen. Okay. Und weiter weiß ich jetzt auch wieder nicht. Ich habe keine Ahnung, für welche Tür der Schlüssel ist, aber jetzt sind ja eh nur zwei Türen, also wird es wahrscheinlich nicht so schwer. Okay, man hört irgendwas weinen. Irgendeine Frau oder so. So, Schlüssel. Okay, für die Tür ist es nicht. Aber für die. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwas hinter mir steht. Holy shit, kann ich hier rein? Okay, so. Loading. Oh shit, Alter, ich habe so Angst. Ich habe noch nie so wirklich ein Horrorspiel gespielt. Das muss ich euch auch mal sagen. Und jetzt sind wir in irgendeinem komischen Raum mit, was ist das? Sind das Schuhe? Ich glaube, das sollen Schuhe darstellen. Hier ist eine Axt. Das ist ein Holzfällerraum. Okay, die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist schon mal vorteilhaft, um uns zu wehren. Irgendwelche Mantel oder Handtücher oder so. Das ist noch ein Fenster. Oh, hier. What the fuck, warum bin ich gar nicht zurückgeflogen, Alter? Knochen irgendwas? Was steht da? Märchen von nah und fern. What? Ah, alles klar. Alter, was gibt's denn hier für Waffen? Kann ich das auch alles einsetzen? Okay, jetzt weiß ich aber auf jeden Fall, was ich gleich machen muss. Werkzeug, das nehmen wir auch mal mit. Nein. Wo bist du? Fragt er mich. Hier bin ich. Leute, Alter, wenn ich hab so Angst, da jetzt rauszugehen. Ich wette, da steht irgendwas oder so. Holy shit, ich will da nicht rausgehen, Leute, Alter. Ich hab keinen Bock. Nee. Bitte nicht. Loading. Okay, der Ofen dampft schon wieder, warum auch immer. Der war ja eigentlich aus. What the fuck? Hab ich gerade irgendwas gehört? Ich hasse solche Spiele, Alter. Warum spiele ich das? Kann ich da jetzt irgendwas? Ah ja, da kann ich jetzt wahrscheinlich mit der Axt. Nein? Damit? Auch nicht? Ah, ich kann jetzt wahrscheinlich die Dinger hier kaputt machen, die Äste. Ich möchte die Tür bitte zu haben. So Schiss, Alter. So, bitte einmal die Axt. Wo ist die denn? Da. Okay. Jetzt macht er hier die Dinger ab. Oder ich weiß ja nicht mal, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Na toll, was bringt mir das jetzt? Mein Bein. Verdammt. What?
the fuck? Irgendwelche Wurzeln, was soll ich da jetzt mitmachen? Ist da mittlerweile irgendwas drin? Habe ich das nicht letztes Mal runterlassen? Ach ja, da geht das an. Ne, da ist nichts drin. Hier sind noch Bretter, die habe ich gar nicht gesehen, aber die kann man auch nicht bewegen. Ich hab so Schiss vor dem scheiß Spiel, Alter. Einfach raus rushen hier. Was soll ich jetzt machen? Ich habe schon wieder keinen Plan mehr von dem Spiel. Also, ich habe jetzt... Vielleicht kann ich mit der Spitze... Nein. Nein. Kann ich das da nicht vielleicht mit aufmachen? Boah, Alter, das hört sich die ganze Zeit an, als ob es neben mir ist oder so. What the fuck, Alter? Ich weiß nicht, wie das sich jetzt auf YouTube anhört, wie laut das ist. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Was habe ich denn alles noch? Also ich komme schon wieder nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, Leute. Hier ist doch nichts mehr zu tun. Soll ich jetzt wieder rausgehen? Hier habe ich ja alles gemacht, was ich machen konnte. Kann ich da jetzt irgendwas mitmachen? Nee. Oder kann ich da irgendwie vielleicht den Knochen reinstecken oder so? Was ist das? Was ist das überhaupt? Würde ich gerne nochmal durchlesen. Gekrümmte Klinge. Ah, ich soll... Okay, ich weiß es, glaube ich. Ich muss zur Werkzeugbank. Dabei und es ist eine Messer. Nein. Irgendwie muss ich, glaube ich, die Klinge da rausbekommen. Aber wie? Was ist das da? Das ist eine Schublade. Schublade, Leute, das habe ich jetzt erst gesehen, dass da eine ist. War das die Schublade? Ah, die kann ich so rausziehen. Lol. Wie habe ich die gerade aufgemacht? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, du so. Ich habe jetzt gerade nicht gelesen, was da stand. So, was habe ich gerade gekriegt? Holzkiste? Ein Stapel zusammen. Was soll ich jetzt mit einer Holzkiste? What the fuck? Toll, was bringt mir das denn jetzt? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Das geht auch nicht. Leute. Was? Was ist, warum? Was soll ich mit der Holzkiste machen? LOL! Das habe ich gerade echt aus Zufall. Ich wusste nicht, was ich machen muss. Warum ist das jetzt so? Was bringt mir das? Ah, LOL! Da sind zwei Berge, die ich gut kenne. Castor und Pollux, die Zwillinge. Ich bin mir aber nicht sicher, auf welcher Seite der Sägemühle war. Hä? Der Sägemühle, sie sind da Deutsch, Alter. Also eher gesagt, meine Lesekünste. Was? Die Gesichter waren doch eben noch nicht da. LOL! Es war? Oder vielleicht waren sie es
Und ich habe sie nicht bemerkt. What the fuck, die waren da nicht. Zwei Zwillinge. What the fuck? Ich will da nicht rausgehen. Soll ich da jetzt nochmal durchgucken? Oh, scheiße, Alter. What the fuck ist... Leute, ich konnte gerade durch die Wand gucken. Ich will da jetzt nicht rausgehen, Alter, Leute. Leute, ich hab so Schiss davor jetzt. Ich würde sagen, hier beenden wir den Part. Wir sehen uns das nächste Mal bei einer Extended Edition. Bis dann. Ciao, Leute.